Investitionsbank Schleswig-Holstein hat zum ersten Mal den IBSH Unternehmerinnenpreis verliehen. Mehr als 200 Gäste aus Wirtschaft und Politik sowie Bewerberinnen nahmen an der Preisverleihung im Lübecker Theaterkolosseum teil. Preisträgerin ist Dr. Ines Linke, Geschäftsführerin der Ocean Basis GmbH in Kiel. Meine Motivation war tatsächlich, als ich das gelesen hatte, das fand ich spannend und fand ich interessant. Und dann war der Aufwand, sich zu bewerben, auch nicht übermäßig groß. Insofern habe ich es dann versucht und war gespannt. Ich bin unglaublich stolz. Also es ist natürlich eine Wertschätzung, die man sich erhofft, aber so nicht erwartet hat. Ines Linke erhielt einen Scheck über 5000 Euro, eine Skulptur von Volker Thiemann und ein Videoporträt. Nominiert waren außerdem Konditormeisterin Lydia Rahaus aus Kiel sowie Dagmar Christine Schneider, Geschäftsführerin der Nandatec GmbH mit Sitz in Lübeck. Sie hatten sich gegen mehr als 100 weitere Bewerberinnen durchgesetzt. Die Resonanz war überraschend groß. Wir hatten das nicht erwartet. Wir waren fast überwältigt, kann man sagen. Wir haben über 100 Bewerbungen gehabt, und zwar über 100 hochqualifizierte Bewerbungen. Wir waren von den Lebensläufen, wir waren von den Unternehmen, wir waren von den Persönlichkeiten der Unternehmerinnen wirklich stark beeindruckt. Mit dem IBSH Unternehmerinnenpreis will die Förderbank erfolgreiche Frauen aus Schleswig-Holstein sichtbar machen. Der IBSH Unternehmerinnenpreis ist wirklich wichtig, weil Frauen immer noch unterrepräsentiert sind bei Gründung, aber auch bei bestehenden Unternehmen. Und Frauen sind gut qualifiziert, sind vielleicht ein bisschen zu wenig selbstbewusst. Und deswegen wollten wir mit unserem Unternehmerinnenpreis Vorbilder schaffen, was uns heute Abend nun auch großartig gelungen ist, weil wir hatten drei tolle Nominierte und eine tolle Preisträgerin mit Dr. Ines Linke, mit Ocean Basis. Und insofern war es an der Zeit, einfach diese Vorbilder, die wir in Schleswig-Holstein haben, einmal zu zeigen. Preisträgerin Ines Linke entwickelt mit ihrer Firma Ocean Basis seit 2001 medizinische und kosmetische Produkte aus Extrakten von Algen oder Quallen. Sie will Wirkstoffe aus dem Meer für den Menschen nutzbar machen. Ihre Kosmetikmarke Ocean Well hat sich bundesweit im Fachhandel etabliert. Für Frauen, die in 2 Jahren ebenfalls den IBSH Unternehmerinnenpreis gewinnen wollen, hat sie einen Rat. Also ich rate Unternehmerinnen durchaus, wenn sie für eine Sache brennen, die dann auch durchzusetzen oder auch durchzuführen und sich auch nicht beirren zu lassen und sich aber auch Netzwerke und Hilfe suchen im Team, in der Familie, im Bekannten, im beruflichen Umfeld, aber tatsächlich sich selbst was zuzutrauen und dabei zu bleiben. Und besonders spannend ist, wenn man eine gute Idee hat, dass man die weiß, die möchte ich gerne voranbringen, dass man da einfach dranbleibt. Das ist sinnstiftend.